Okay. Oh, Phoenixmon, wir haben dich endlich. Yay, wieder angefeuert, das ist gut. Lilymon möchte Weisheit, okay. Ach, oh, Mann, ich bin total... Ich bin K.O. Das war anstrengend. War anstrengend, okay. Ready to eat? Oh, unser Lilymon ist schon fett. Aber dafür hat es auch richtig viel... Wir geben auf Weisheit, weil irgendjemand Weisheit wollte. Wir gucken gleich mal nach. Auch Phoenixmon geht auf eindeutig auf TP. So, kurz nachgucken. Geschichte. 5800 Weisheit. Ja, nee, ist klar. Sonst noch Wünsche? 5800 Weisheit, Alter. Das sind extreme Zahlen, die wir bei weitem noch lange nicht erreichen können. Wie gesagt, wir ziehen diesen Tag hier jetzt noch durch. Und dann... Und dann ziehen wir wieder raus. Dann können wir endlich raus in die freie Welt ziehen. Möchtet ihr zufällig nochmal gelobt werden? Danke. Oh, jedes Mal feuern die sich an, das ist gut. Sakuyamon Siege, ja gut. Nichts, was wir erarbeiten können. Schlafen. Wie lustig, wie sich die Digimons manchmal hinlegen. So, erstmal wieder. Wir sollten Lilymon vielleicht echt nicht so fett füttern. Aber wir müssen Digipilze dafür sammeln. Warte mal, der nächste Tag hat angefangen, ne? Ja. Ich kümmere mich jetzt wirklich um nichts jetzt hier. Oh, Gott sei Dank, wir haben ein... Oh mein Gott, wir haben wirklich ein eins bekommen. Oh. So, das Fleisch haben wir mitgenommen. Jetzt können wir uns endlich darum kümmern. Oh mein Gott, wirklich, endlich. Oh. Endlich. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich habe gerade durchgezählt, wie viele Folgen ich machen muss. wie lange ich jetzt noch spielen müsste. Ja, komm, nehmen wir mit. Egal, ist mir egal. Ich freue mich gerade einfach darüber, dass wir ein Phoenixmon haben. Mal gleich gucken, was das für Techniken kann. Vielleicht kann es ja etwas von den Feuertechniken, die wir so gelernt haben. Und dann können wir... Oh Gott, wir können uns jetzt wirklich darum kümmern. Wir können wieder loslegen. Schön. Es kann Feuertechniken, sehr schön. So. Und als normale Technik kriegst du mal Hitze-Odem, damit nicht zu viel. Du? Ja, gut. Ah gut, sie kann auch Windschneider machen, aber wir bleiben mal bei verwurzelt und Gift. So, gibt es noch irgendwelche Digimons? So, scheinbar gibt es ein ziemlich höfliches Digimon tief in der Höhle der nahen Ebene. Unglaublich, in Ohio wird Agumon entdeckt. Auf der Brücke bei Cap Mod gibt es ein Digimon, das gerne angelt. Ja gut. Die kennen wir ja alle. Die Digimons kennen wir leider alle. Gut. Wie geht's jetzt weiter? Wir brauchen auf jeden Fall Kohle. Wir brauchen Materialien. Wir brauchen Digipilze. Und wir können jetzt endlich... Oh, wir können endlich loslegen. Oh Gott, endlich. Wir haben ein kleines Lilymon dabei und ein Phoenixmon. Was danach im Tod hoffentlich wieder aufersteht. Alles mitnehmen jetzt. Hier riecht es nach Materialien. Materialien mitnehmen. Ich würde mal sagen, wir gehen in die Ohio-Wüste und holen uns mal dieses... Agumon, wa? Da holen wir uns dann jetzt einfach mal dieses Agumon. Die Ohio-Wüste müssen wir, glaube ich, da lang, ne? Ja. Da müssen wir ja über die Server-Wüste dahin. Endlich draußen wieder.
Lachapfel nehme ich auch immer mit. So, ihr seid mir alle egal. In der Ohio-Wüste finden wir ja auch noch dieses Teil für Menkumon oder Maikumon oder wie das hieß. Diese Menkun-Katze halt. Da finden... Oh genau, was wir nochmal kurz machen. Oh Mann, ich schmelze. Eine schlimme... Nee. Bombananimon. Nahe Ebene, in Kapmod oder in Defekt Ex Machina. Oh Gott, wo ist denn Defekt Ex Machina? Auf jeden Fall müssen wir dann auch hinfügen, Bombananimons letztes Teil. Alle anderen Teile haben wir ja, aber ich habe keine Ahnung, wo dieses Effekt Ex Effekt Machina Ex Machina Ding ist. War klar. Ready? Das war so klar. Typisch, ja, wir haben so viele davon. So, hier kannst du ja Rennen machen. Als feine Dame darfst du das auch. So. Dann gehen wir jetzt erstmal Richtung Ohio-Wüste. Und gucken da... mal gegen das Agumon kämpfen, wa? Sollte ja eigentlich kein Problem sein. Es ist ja rein theoretisch nur ein Rookie. Rein theoretisch. Ja, ich guck mal ganz kurz auf die Karte, welche Richtung es in die Ohio-Wüste geht. Ich glaube, Doppelschritt war es, oder? Ohio-Wüste, ja, Doppelschritt. Warte, Doppelschritt war jetzt wo? Oh Mann. Nach rechts, okay. Oh Mann, wir haben es endlich. Das war jetzt schon ein bisschen aufwendig, muss ich sagen. Was seht ihr? Digipilz? Ja, das Gras, weiß ich nicht. Brauchen wir nicht. Gehe ich mal von aus, dass wir es nicht brauchen. Ich weiß es selbst nicht, aber... ich weiß nicht, wen ich hier mit Gras verfüttern soll. Achso, sind die Flecken von... Ich glaube, da ist jemand. Ja, die Digimons vielleicht. Willst du eigentlich noch irgendetwas? Er gräbt erstmal keine Löcher, okay. War letztens die Frage im Raum, ob es noch weitere Löcher gibt. Das weiß ich gar nicht, ob es noch weitere Löcher gibt hier in dem. Ich nehme mal wieder die Nüsse mit. Ja, komm her. Ein kleines Training mal. Einfach mal gucken, wie gut sie überhaupt sind. Wie stark sie jetzt überhaupt geworden sind. So. Einfach mal alles. Yeah, sehr schön. Viel Schaden machen die uns nicht. Oder er uns nicht. Und wir haben ihn tot. Sehr gut. Dieser Lilimon bekommt dafür ein bisschen was. Oh, bekommt sogar gar nicht mal wenig. Und ein Lob. Ein Lob kriegt ihr auch. Denn das habt ihr gut gemacht. Und wir können gucken, was Lilimon wird. Was? Rosemon? Stimmt, das ist ja die normale Digitation von Lilimon, ne? Rosemon. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir das schaffen. Und so wie das gerade gestottert hat, möchte ich mal ganz kurz speichern. Es hat mir nämlich gerade nicht gefallen, wie es gestottert hat. Es stottert nämlich gerade sehr. Deswegen speichere ich mal gerade. So. Oh, Material. Genau, Material brauchen wir ja. Echt, wir müssen... Echt, wir lassen Lilimon arbeiten? Aber ihre Fingernägel... So, den grünen Pilz nehmen wir auch mit. Das nehmen wir mit. Ich sammle mal wieder alles ein bisschen ein, wa? Und dann kämpfen wir mal gegen Agumon.
Ich bin der Meinung, wir machen den platt. Du schon wieder? Ja. Ich sag dir, die Kraft des Fleisches. Ich kapier's zwar nicht ganz, aber von mir aus. Du willst mit deinem schwachen Pflanzenfresserkörper... du willst mich mit deinem schwachen Pflanzenfresserkörper schlagen? Stell dich der Kraft des Fleisches, Baby. Ich sollte mir da ja auch den Spruch merken. Ich gebe es zu, ich habe ihn mir nicht gemerkt. Nice and calm. Now. Yeah. Attack. Ja, den... Wir kriegen den auf jeden Fall down. Dank unseren Lilimon bekommen wir den definitiv down. So, hier das. Und gleich nochmal das Blitzding. Lilimon vergiftet dich. Es war irgendwas mit Fleisch. Okay, wir haben das Agumon besiegt. Sehr schön. 1000 Geld erhalten. Sehr schön. Wichtig. Ich hab verloren? Wie konnte Fleisch von Pflanzenkraft besiegt werden? Moment, du bist nicht von der Veggie-Truppe? Du hast keine Ahnung, dass die Fleischtruppe gegen sie kämpft? Hey, vielleicht könntest du der Fleischtruppe ja helfen. Sprich mit Leomon. Ich gehe in die Stadt. Hilf uns bitte. Agumon hat sich der Stadt angeschlossen. Und wir sollen mit Leomon reden. Sehr schön. Okay, das war leichter als gedacht. Das hätten wir auch noch mit Taomon und Gotsumon geschafft. Hier ist aber auch ein Kampffeld, du. Schön, jetzt haben wir Agumon in der Stadt. Bin gespannt, was der macht. Ich vermute mal im Restaurant irgendwie. Ich weiß nicht. Und wir sollen mit Leomon reden. Ich bin gerade an überlegen, wie die Fleisch ist Leben irgendwie so. Irgendwie so. Ich bestimmt, wenn ich sehe, kriege ich es heraus. Könnte der denn sein? Okay. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Wir gehen mal da zum geheimen Friedhof. Oha. Oh, was liegt da? Da liegt was, da liegt was, da liegt was, da liegt was. Oh, ist das für Meiku das? Da liegt etwas auf dem Boden. Sieht nach einem Papierfetzen aus, auf dem etwas steht. Könnte er vielleicht aus einem Tagebuch stammen? Ich bin in einer anderen Welt. Ich bin in einer anderen Welt. Muss einen Weg zurückfinden. Schnell. Hab immer noch die Kraft, bevor sie hierher herkommen. Gehört das Maikumon? Das könnte wichtig sein. Hier, ich empfange die letzten Spuren der Datenwellen. Sieht aus, als hätte es einen Kampf gegeben. Er kann nicht gut ausgegangen sein. Wir müssen uns beeilen. Halt, da drüben. Was? Es sind auch Menschen in dieser Welt? Was wollen die Pedos von uns? Hey, du da. Ich möchte dich was fragen. Huch. Was hast du da? Das könnte das sein, wonach wir suchen. Darf ich es mir mal ansehen? Oh, hier. Captain. Das solltest du vielleicht lieber nicht anfassen. Ah, ich hab's berührt. Hä? Stopp! Hör auf! Wir sind zu spät. Hey, du da, gib das her! Ohne Kraftfeld solltest du das nicht tun. Oh Mann! Was? Oha, wir sollen kämpfen! Ja, hoffentlich machen wir sie fertig. Ja gut, wir machen sie fertig. Wir machen sie fertig. Wir machen sie definitiv fertig. Wenn sie nicht noch irgendetwas Hardcore-mäßiges drauf haben, machen wir sie fertig. So, mal ein bisschen Befehle geben. Machen wir viel zu wenig immer. Die MP sieht noch alles gut aus. Oh, darf's nicht. Ja, dann macht Giftpuder. Ja, war ein bisschen erledigt. Sehr schön. 3000, oh mein Gott, 3000 Geld, das ist super. Hat Angriffskraft Seele des Lichts erlernt, cool. Warum so stark? Wir müssen uns beeilen. Wir sollten hier sofort verschwinden und Meldung erstatten. Haben die sich jetzt weggebeamt?
Was sollte das alles? Ich sollte zu Maikomon gehen. Hä? Okay, ein bisschen eigenartig, aber okay. Wir haben eine neue Technik gelernt und ich möchte mal ganz kurz gucken, was das für eine Technik ist. Ob das eine Blitztechnik ist. Ah, oh, sogar eine Lichttechnik. Ja, aber Licht brauchen wir nicht unbedingt, ne? Da haben wir mal die Sache für Maikomon gefunden. Ja, da ist auch jemand. Wir gucken mal. Es ist so eine Art Goblimon. Nur anders. Tut mir leid, ich kann dich nicht durchlassen. Es gab Bericht, dass jemand Verdächtiges herumschleicht. Okay. Okay, wir können gar nicht, wa? Okay, das Ding können wir gar nicht. Wo ist denn Leomon? Wo ist denn Leomon hier? Wenn wir da nicht rein können... Muss mal testen, ob wir durch den Wasserfall können. Ich weiß nicht warum. Oh, hier ist denn Materialien. Die nehmen wir natürlich mit. Ich weiß nicht warum, aber wir können bestimmt nicht da durch. Schade. Was ist denn, wenn wir hier angeln? Hier muss es doch bestimmt was Interessantes zum Angeln geben. Angeln. Wir machen das mal. Normalen Köder, wir können ja noch niemanden anderen Köder haben. Ich habe vergessen, wie es geht. Ich habe vergessen, wie es geht mit Angeln. Verdammt. Ja gut, keine Ahnung. Ich kann nicht angeln. So, sonst noch? So wollte ich nicht. Jetzt können wir hier gar nichts weiteres machen, wa? Können da zum Dornenpalast gehen. Ja, gucken wir mal zum Dornenpalast. Vielleicht ist das Leomon da. Essenszeit. Nee, warte, so. Warte. Das erstmal... Will ich mal ein bisschen dünner machen. Und du kriegst das übliche Fleisch. Wollen ja auch, dass du glücklich bist. So. Dann gehen wir mal zum Dornenpalast. Ich weiß nicht, was uns da erwartet, aber vielleicht ja wirklich, ja, dann kommt her. So, die anderen hauen Abendeln. Den anderen können wir schon fertig machen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Hier, die Pflanzen-Ding. Und du machst das da. Sehr gut. Mit Combo. Was bestimmt irgendetwas bringt. Sehr gut. Ah? Ginseng, toll. Oh, möchtet ihr gelobt werden? Aber natürlich wollt ihr gelobt werden. Minervamon Geschwindigkeit. Wir müssen nochmal wirklich reingucken. Okay, irgendwas mit Fleisch. Irgendwas mit Fleisch. Kommen wir überhaupt dahin? Das sieht nämlich nicht danach aus, als ob wir da hinkommen, oder? Ach doch. Dornenpalast. Okay. Voll die Gruselmusik. Ich habe irgendwie gerade ein bisschen Angst, aber macht nichts. Da komme ich mit klar. Garurumon. Hallo. Es ist gefährlich hier. Das heißt wohl, ich sollte mal zeigen, was ich kann. Ich bin hier auf einer Geheimmission. Komm mir bitte nicht in die Quere, okay? Okay, der will noch nichts von uns. Ja, dann komm her. Wo sind wir denn hier und warum sind wir hier und was machen wir hier? Ah, vergiftet, wa? Könnte nicht gut sein. Mach nochmal Feuer.
Und gleich nochmal Feuer. So, das da. Und Dornranke. Ah, Lilimon, da scheint etwas langsam da bei dir den Geist gar auszugehen, wa? Ja, mach Giftpuder. Kann sie gerade nicht. So. So, erledigen wir den mal. Na, Gott sei Dank. Lilimon hat ganz schön aufs Maul bekommen. Ja, war klar.